Hallo und willkommen zurück in der Funny Frisch Qualitätskontrolle. Ja, wir haben die Chips endlich bekommen. Und wieso höre ich jetzt hier die Hintergrundmelodie vom Hauptmenü, wo ich gerade gespeichert habe? Egal. Wir spielen einfach mal hier weiter. Wir haben hier noch einen Zuckersack. Das Vieh schüttet Unmengen Zucker in seinen Tee. Das hat es von Nate. Sie haben beide den Sinn des Teetrinkens nicht verstanden. Man erhitzt Wasser, gibt Tee hinzu und tut dann so, als würde es nach irgendetwas schmecken. Zucker und Milch stören da nur. Okay, aber den Zucker können wir natürlich perfekt brauchen für unsere Brühe. Kann ich ihn auch nehmen? Eine gute Handvoll. Das muss reichen. Ah, eine Handvoll? Also bitte, wir wollen einen Energy-Trink. Eine nicht zu unterschätzende Menge Zucker. Grundlage vieler Getränke. So, Flasche mit Zuckerwasser. Ich will nicht im Schrank herumstöbern. Zu viele Erinnerungen. Okay, aber wir brauchen noch irgendwie Energy. Wie kriegen wir das Ganze hier auf Energy? Wir schauen mal ein bisschen. Chaos, wohin das Auge blickt. Nate ist und bleibt ein Pirat. Und daran wird sich nichts ändern. Ja, obwohl ich diesen Schminkspiegel hier mit diesem Bart hier, also... Ja, piratenmäßig. Seltsames Gefühl, wenn man weiß, dass man von der anderen Seite des Spiegels beobachtet wird. Ich besorge deine bescheuerten Opfergaben. Da gibt es nichts zu glotzen. Okay, also hier haben wir... Da ist noch die Mary, aber irgendwie... Die Mary ist genau wie Nate. Sie zieht einfach falsche Rückschlüsse und gibt mir keine Gelegenheit, mich zu erklären. Das ist so unfair. Okay, hier können wir... Nate behauptet immer, er hätte den Schminktisch des roten Piraten noch nicht rausgeschafft, weil er nicht durch die Luke passe. Aber meine Theorie ist, dass sich der feine Herr selber ganz gerne von Zeit zu Zeit im Spiegel betrachtet. Ja, warum nicht? Darf man heute als Mann auch mal machen. Ja, oh mein Gott, wenn sie so nah ist, sieht sie gleich noch fetter aus. So, wir sind wieder an Deck und sie geht auch schon ganz schwanger. Okay, was können wir hier noch irgendwie sehen? Wir haben noch das Steuerrad, das haben wir allerdings schon alles gemacht. Und ich glaube, hier irgendwas... Kopftuch können wir irgendwie... Ja, da kriegen wir nichts irgendwie. Erzmagier in die Flasche noch rein, damit er das Ganze ein bisschen aufsprudelt. Geht irgendwie auch nicht. Können wir... Ja, wir gehen einfach mal zurück. Mal sehen, ob sich drüben was getan hat, beziehungsweise ob es einfach so reicht, dass wir das so dem Orakel hier irgendwie geben. Oh, die arme Butterblume ist immer noch ganz kaputt. Gut, hier schaffen wir nicht. Noch ein bisschen Schneckenschleim rein? Nein. Da auch nichts. Okay, die Schnecken können wohl gar nichts. Hier haben wir noch den Abgrund. Wir brauchen irgendeine Lösung hierfür. Die Jungs spielen immer noch. Was haben wir hier mit dem Herrn Staatsanwalt? Gäbe es hier eine Jury, müsste mich der Staatsanwalt nur kurz in den Zeugenstand rufen und Nate könnte keine Gnade erwarten. Eine schwangere junge Frau ohne Erklärung im Stich zu lassen, das macht sich nicht gut für einen Angeklagten. Ich find's witzig, wie er sich selber am Hintern kratzt. Habt ihr das gerade eben gesehen? Er hat mich noch nicht einmal ausreden. Er verschwindet einfach. Er lässt sich wieder auf irgendwelche krummen Geschäfte ein und er will mir ein schlechtes Gewissen machen? Ich bin nicht sauer auf das Vieh. Zwar ist es genauso wie Nate wortlos verschwunden, aber es gehört zu Nate. Wo Nate ist, ist auch das Vieh. Zum Beispiel im Büßerbalken in einer Gerichtsverhandlung. Ja, es ist zu nett. Okay, können wir hier vielleicht irgendwas machen? Nein. Geht auch nichts. Okay, wir haben hier noch den Schlüssel. Selbst wenn ich wollte, könnte ich den Schlüssel nicht nehmen, solange der rote Pirat dort sitzt. Okay, den müssten wir vielleicht... Der Herr Richter muss sich auf seinen Prozess konzentrieren. Besser, ich lasse ihn in Ruhe.
Okay, da haben wir irgendwie keine Chancen, hier irgendwas zu machen. Schauen wir mal hoch zum Spanner-Orakel. Mischt, ich hab's Toilettenpapier vergessen. Aber wir geben schon mal die Chips rein. Guten Appetit. Okay, der Energy Drink wird sicherlich Vielleicht noch reicht das helfen. schon. Nee, reicht noch nicht. Nein, reicht noch nicht. Okay, und das Glückskopftuch. Das ist Nates Lieblingskopftuch. Ich kann doch nicht. Doch, doch geht. Viel Spaß damit. Okay, wir müssen hier mit noch irgendwie. Wir brauchen noch irgendeinen Geschmack. Haben wir irgendeine Möglichkeit, das Ganze. Nee, geht nicht. Wie können wir dieses Schlüssel. Flasche mit Richter? Nein. Wir haben ja wenig Möglichkeiten eigentlich, was wir hier machen könnten. Aber. Ich glaube nicht, dass ich das Tor aufbrechen könnte. Und selbst wenn, würde der rote Pirat wohl seinen haarigen Schläger auf mich hetzen. Ja, der Herr Staatsanwalt ist ein bisschen müde. Immer noch. Aber wir können. Der Erzmagier hat die lange Reise von Seefels hierher gut überstanden. Ich hoffe, das Orakel im Haus ohne Ecken kann mir sagen, wie man ihn zurückverwandeln kann. Zuckerwasser habe ich schon mal. Fehlt nur noch Farbstoff. Woher bekomme ich hier Farbstoff? Ich helfe ihm da nicht raus. Soll er sich vom Vieh helfen lassen? Ja, das gibt's doch nicht. Die sollen lieber mal gesund trinken, irgendwie hier. Gibt's hier oben noch? Mein Moment, der färbt doch eh irgendwie. Aber hier gibt's gar nichts zum Tun. Mischt. Hier sind wir wirklich ein bisschen nutzlos. Ich kann die auch hier nirgendwo miteinander verwenden. Tja, müssen wir wieder zurück zum Hafen. Mischt. Wird wahrscheinlich irgendwas auf. Oder können wir es irgendwie hier mit unserer Butterblume verwenden? Oder mit einer der Ich Schnecken. kenne diese Schnecken. Purpurschnecken werden sie genannt. Zur Verteidigung sondern sie ein Sekret ab, das stinkt und sich in der Luft purpur färbt. Es wird als Färbemittel benutzt. Okay, wir haben eine Möglichkeit. Ach. Ich weiß nicht genau, was für ein Farbstoff in so einen Energy Drink gehört, aber was spricht gegen Purpur? Tja, dein Verteidigungsmechanismus wirkt nicht allzu gut, oder? Beruhige dich. Ich habe, was ich brauche. Das Färbemittel kommt in die Flasche. Okay, wir haben einen Energy Drink zweifelhaften Ursprungs. Passt perfekt, nehmen wir. Okay, ich bin gespannt. Observatorium. So, wir gehen hier rein. Und dafür gibt es auch ein Facebook-Like. Also Reicht. schön, Sesam, öffne dich. Oder Sesambrötchen. Du willst mich wohl verarschen? Ich werde einen Dreck tun und dir im die in den schieben. Es tut mir leid. Ich sollte mich nicht so aufregen. Noch einmal sachlich. Wenn du jetzt nicht sofort diese Tür öffnest, werde ich dafür sorgen, dass dieses Gebäude 3000 Meter unter uns auf den Felsen zerschellt. Dann werde ich alles auf dieser Insel anzünden und die brennende Insel auf deinen zerbrochenen Körper hinabstürzen lassen.
Und danach werde ich wütend. Ich sehe, wir haben uns verstanden. Und danach werde ich... Oh ja, leg dich nicht auf den Dachboden, du dumme Kuh! Oh ja, Erdbeertorte. Oh nein, Schätzchen. Ach, er wird dich nur betrügen. Du bist also dieses Orakel. Gut geraten, Prinzessin Ivo. Du bist kleiner, als ich gedacht habe. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, das ekelhafteste Gehirn, das ich je gesehen habe. Aber kein Wunder, er ist der große Spanner. Er guckt durch alle Spiegel durch, er guckt... Was sollte das mit diesen Opfergaben? Meinst du, ich spiele den Laufburschen für dich? Hast du doch bereits. Ich kann diesen Raum nicht verlassen. Biete eine wertvolle Dienstleistung. Und irgendwer muss ja meine Einkäufe erledigen. Oh, nicht die Tür! Rechts, rechts! Die Piraten haben dich also mit allem versorgt, was du zum Leben brauchtest? So ist es. Aber dann ist der Rote durchgedreht und hat sie mit dem dämlichen Kopf von der Insel vertrieben. Deswegen muss ich mich jetzt mit gefärbtem Zuckerwasser und Ekelchips herumschlagen. Du hast das mitbekommen? Natürlich, ich sehe alles. Aber in der Not... Ja, heirate sie ohne Ehevertrag, das ist bestimmt eine gute... Die Stimme ist klasse. Was für ein Spiel spielst du? Du hast mir im Elfenhain gesagt, ich würde früher oder später hierher kommen. Also, kannst du die Zukunft sehen? Die Spiegel zeigen manchmal die Zukunft oder mögliche Varianten der Zukunft. Warum hast du Wilbo oder den Erzmagier nicht davor gewarnt, was passieren würde? Wie hätte ich auf mich aufmerksam machen sollen? Außerdem beobachte ich nur. Ich greife nicht ein. Ach, lass ihn heulen. Er hat es verdient. Du greifst jetzt ein. Aber nur, weil es unbedingt nötig ist. Oh, ein Schiff! Wir sind gerettet! Okay, ja, er ist ein bisschen arg komisch. Er ist so der typische Soap-Gucker irgendwie. Und ich kann ihn nicht... Ja, ich weiß noch nicht, was ich von ihm halten soll. Er ist auf jeden Fall eklig. Ich, ja, na... Ich habe den Frosch bei mir. Den Erzmagier, meine ich. Ich habe den Kampf gesehen. Spektakulär! Das kleine Mädchen und Wilburs Zauberstab. Hättest du das gedacht? Wie können wir Meister Alistair zurückverwandeln? Das ist nicht so einfach. Er wurde nicht einfach in einen Frosch verwandelt. Er ist nun ein Frosch. Geh nicht, Johnny! Sie braucht dich! Aber er kann zurückverwandelt werden? Vielleicht. Sein Bewusstsein und seine Seele sind an einem anderen Ort. Aber noch sind sie durch eine schwache Brücke mit dem Frosch und dieser Welt verbunden. Also besteht Hoffnung? Ja. Aber nur geringe. Du musst... Bäm! Mitten ins Gesicht! Das tat weh. Ja. Wie können wir den Geist des Erzmagiers zurück in diese Welt holen? Der rote Pirat besitzt einen magischen Kompass. Er deutet immer in die Richtung dessen, was der Besitzer am meisten begehrt. Oh, kommt mir bekannt. Im Falle des Erzmagiers hoffentlich einen Weg zurück ins Leben. Im verschollenen Buch der Toten steht, wie man einen Geist zurück in diese Welt rufen kann. Doch ohne einen Lebensfunken wird er sofort wieder vergehen. Ein magischer Kompass, ein verschollenes Buch und ein Lebensfunke. Klingt nicht nach einem Spaziergang. Deswegen habe ich dich hierher gelockt. Oh nein. Nein, nein, nein. Du brauchst sie, Ivo. Du schaffst diese Aufgabe nicht ohne die beiden. Okay, Du sagtest, das Buch der Toten sei verschwunden. Gibt es einen Anhaltspunkt, wo es sich befinden könnte? An einem Ort ohne Spiegel, so viel ist sicher. Es wurde in der legendären Wüstenstadt Lorem Ipsum aufbewahrt und ist mit ihr in der Umzu-Wüste untergegangen. Mehr ist nicht bekannt. Lorem Ipsum... Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Oh ja. Eine sehr alte Stadt, die irgendwann den Kampf gegen den Sand verloren hat. Ich werde sie aufspüren und in ihr das Buch der Toten. Ich werde es... Ich werde die drei Dinge besorgen und den Erzmagier zurückverwandeln. Alleine.
Nein, wirst du nicht. Ich habe eine Zukunft gesehen, in der du scheiterst, Ivo. Eine Zukunft, die du nicht erleben willst. Aber es ist nur eine mögliche Zukunft. Das ist richtig. Aber willst du riskieren, dass sie eintritt, nur weil Nate dir auf die Nerven fällt? Er fällt mir nicht nur auf die Nerven. Ich weiß, es ist... Was? Das ist doch niemals eine wertvolle Antiquität. Der ist immer so abklingt von seinen ganzen Soaps, die er dann auch immer noch kommentieren muss irgendwie. Also gut, ich werde die beiden da raushauen. So einfach ist das nicht. Du vergisst den Kopf. Den Kopf der Medusa? Ich habe ihn gesehen. Zum Glück nur durch meine Spiegel. Er ist schrecklich. Wenn du versuchst, das Vieh mit wehenden Fahnen zu befreien, würde der Rote den Kopf enthüllen und dann kann kein Zauber dieser Welt euch retten. Was schlägst du vor? Du musst die Gerichtsverhandlung gewinnen. Erscheint dir das bei dem Richter nicht ein wenig unwahrscheinlich? Nicht mit der richtigen Verteidigungsstrategie. Den kannte ich noch nicht. Hallo, bei der Sache bleiben. Ja, Augenmonster. Wie kann ich... Wie soll ich den Roten von Nates Unschuld überzeugen? Zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass jeder einzelne Anklagepunkt sehr berechtigt ist. Natürlich hat Nate alles getan, was ihm vorgeworfen wird. Aber war es auch seine Entscheidung? Wie meinst du das? Wenn jemand von einem Voodoo-Fluch kontrolliert wird und dann jemanden umbringt, ist dann er der Mörder oder der, der die Puppe kontrollierte? Den Salat würde ich nicht essen. Was haben Voodoo-Puppen mit Nate und dem Diebstahl der Lampe zu tun? Tritt als seine Verteidigerin auf und sage dem Roten, Nate sei von einer höheren Macht kontrolliert worden. Oh Scheiße, das wird wohl ganz allein passieren. Das ist doch verrückt. Vertraue mir, ich kann durch alle Spiegel sehen. Und außerdem liebe ich Gerichtsdramen. Oh Scheiße, werden wir noch irgendwie mit reingezogen, oder? Alles schön und gut. Die Frage ist, kann ich dir vertrauen? Was ist das denn für eine seltsame Frage? Natürlich nicht. Egal, was ich antworte, du weißt es danach immer noch nicht. Vielleicht sagst du mir diese Dinge nur, weil dir langweilig ist und du Chaos stiften willst. Es passiert genug Spannendes auf der Welt. Ich will nur, dass es so bleibt. Wie meinst du das? Verwandle den Erzmagier zurück. Er kann es dir sagen. Also schön, dann gehe ich jetzt raus und... Psst! Er macht dir einen Heiratsantrag? Oh. Tja, danke für deine Hilfe. Er ist echt, also, ja. Er ist echt komisch. Vielleicht kannst du mir noch mal helfen. Psst, ist grad spannend. Okay, mit dem können wir hier gerade nicht reden. Und offenbar gibt es hier auch recht wenig zum Tun, außer sich einmal hier die Spiegel anzuschauen. Hinter jedem Spiegel spielen sich tausende Leben ab. Ich sollte nicht hinsehen. Aber es hat eine seltsame Anziehungskraft, andere Leute bei ihrem täglichen Leben zu beobachten. Ja, liebes Big Brother. Auf diesem Spiegel ist kaum etwas zu erkennen. Vielleicht zeigt er die Zukunft, die ständig in Bewegung ist. Okay, also hier haben wir gar nichts mehr zum Tun. Also müssen wir wohl eine Gerichtsverhandlung stören, aber das machen wir dann morgen in einer neuen Folge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und ja, hoffentlich sehen wir uns dann morgen. Ich bin schon so gespannt, wie es bei Barbara Salisch hier weitergeht. Bis dann, ciao, ciao.